Krater Schreck im Mondversteck. Ein Spiel von Kosmos. Els gibt's nicht? Das dachten die kleinen Raumfahrer auch, bis zu ihrer Landung auf dem Mond. Denn hier hat Alien Ansgar einen Heidenspaß daran, kleine Raumfahrer zu erschrecken. Die Spieler laufen durch eine Kraterlandschaft und versuchen, Ansgar immer eine Nasenlänge voraus zu sein. Dabei muss der Vordermann auch schon mal als Deckung herhalten. Denn meistens weiß keiner so ganz genau, aus welchem Krater Ansgar als nächstes hervorspringt. Ein lustiges Wettrennen beginnt. Doch bevor sich die kleinen Raumfahrer auf ihre Reise zum Mond begeben können, muss das Spielbrett vorbereitet werden. Insbesondere müssen die 8 Mondkrater mit den Blättchen bedeckt werden, so dass ihr nicht wisst, wo Ansgar sich aufhält. Das Spiel ist für 2 bis 4 Raumfahrer ab 6 Jahren und die Spieldauer beträgt etwa 20 Minuten. Ist soweit alles vorbereitet, setzt ihr dann eure kleinen Raumfahrer auf die Mondlandschaft. Jeder Spieler erhält 3 Raumfahrer in seiner Farbe. Dabei ist zu beachten, dass ihr euch gut auf das Feld verteilt, also eure Figuren nicht allzu dicht zusammenstellt. Denn wenn Ansgar aus einem Mondkrater hervorgeschossen kommt, reißt er bis zu 3 Raumfahrer ins Verderben. Ansgar erschreckt die Raumfahrer so sehr, dass sie vom Spielfeld springen. Sobald alle Raumfahrer auf dem Mond verteilt sind, beginnt das Spiel. In dem Spiel sind 2 Würfel enthalten. Ein weißer Zahlenwürfel und ein grüner Würfel mit dem Ansgar-Symbol. Zuerst wird mit dem weißen Würfel gewürfelt. Die Augenzahl sagt dir, wie weit du deine Figur vorrücken musst. Ist dein Feld bereits durch einen anderen Mitspieler besetzt, darfst du dich auf diesen Mitspieler draufsetzen. Der grüne Würfel sagt dir, wie weit du Ansgar vorrücken darfst, und man sieht natürlich nicht, wo er sich bereits aufhält. Im Uhrzeigersinn wird gewürfelt. Jeder Spieler versucht, seine Männchen weiterzuziehen, ohne dass sie allzu dicht aufeinander hängen. Denn wie gesagt, du weißt ja nie, wo Ansgar ist und du willst ja nicht auf einen Schlag alle deine 3 Raumfahrer verlieren. Du kannst Ansgar übrigens vorwärts oder rückwärts drehen. Würfelst du beispielsweise eine 2, kannst du Ansgar entweder 2-mal nach rechts oder 2-mal nach links drehen, jedoch nicht 1-mal nach links und 1-mal nach rechts. Und die Spannung steigt, wann Ansgar das erste Mal aus einem Mondkrater hervorspringen wird. Welche Raumfahrer wird er wohl zu Tode erschrecken, wenn er das erste Mal erscheint? Ui, jetzt ist es soweit. Ansgar ist gewürfelt worden und dann drückt ihr vorsichtig mit beiden Händen das Spielfeld herunter und Ansgar springt hervor. In diesem Fall erschreckt er den grünen und gelben Raumfahrer so sehr, dass sie das Spielfeld verlassen müssen. Ziel des Spiels ist, als noch auf Mond zu bleiben und alle deine anderen Mitspieler zu erschrecken, dass sie den Mond verlassen. Die Spielanleitung lässt jedoch die Frage offen, ob die Mondkrater erneut abgedeckt werden müssen, wenn Ansgar hervorgesprungen ist. Wir haben uns dafür entschieden, die Mondkrater wieder abzudecken, denn sonst kann man ja sehen, wo er als nächstes auftauchen wird. Übrigens kannst du, wenn du Ansgar würfelst, auch ihn 3 Felder weiterdrehen, statt ihn hervorspringen zu lassen. Maniacs meint, dass Krater Schreck im Mondversteck ein sehr gelungenes und durchdachtes Spiel ist, das insbesondere jungen Spielern sehr, sehr viel Freude bereiten wird. Und bestimmt wollt ihr öfter als nur einmal zum Mond fliegen, um auf Expedition zu gehen
und um euch von Ansgar mal so richtig erschrecken zu lassen.